Beim letzten Mal haben wir uns ja schon einige coole Strecken angeschaut und heute geht es direkt weiter. Herzlich willkommen hier zurück im Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass. Ganz genau. Wir haben beim letzten Mal uns diese paar Strecken angeschaut und falls ihr die ganzen anderen Strecken hier schon verpasst, habt, empfehle ich euch oben auf dem E-Mail vorbeizuschauen. Da ist nämlich die komplette Playlist verlinkt. Und ich würde sagen, heute schauen wir uns den Boomerang Cup an mit dem Bangkok Abendbrot, die Mario-Piste von Nintendo DS, die Waluigi-Arena und die Überholspur Singapur. Ich würde sagen, wir starten direkt rein, ohne groß rumzureden. Let's go. Ich bin mega gehypt auf die heutigen Strecken. Die letzten Strecken haben mich ja schon maximal krass überzeugt. Und mal gucken, wie das heute hier so wird. Ich habe hohe Erwartungen. Wir fangen mit Bangkok Abendbrot natürlich an. Und das sieht schön aus. Bangkok ist die Hauptstadt von Thailand. Ganz genau. Das weiß ich, weil ich mal irgendwann mal, als ich jung war, ein Referat gehalten habe über Thailand. Ach, damals. By the way, genau, ich habe den Charakter auch gar nicht gesagt. Wir spielen als minzgrüne Kirby, genau. Birdo. Und schauen uns die Strecke jetzt an. Bin ich gehypt? Ein bisschen. Oh, wie cool. Das ist nur so Teil unter Wasser. Aber warum ist denn das nur so Teil unter Wasser? Muss ich das verstehen? Ich kenne mich in Bangkok nicht aus, Mann. Ich habe ein Referat über die Geschichte gehalten, nicht über die Hauptstadt. Ah, okay. So ein paar Gemüsemärkte. Das schon mal, das stimmt schon mal. Das gibt es sehr häufig in Thailand. Thailand ist bekannt für irgendwelche Märkte. Ja. Lass uns einfach mal auf die Strecke an sich konzentrieren. Wir haben hier so verschiedene Könige aus Gold, die da tatsächlich am Rumliegen sind. Das ist auch was, was es in Thailand gibt. Ihr könnt sogar in Haft genommen werden, wenn ihr auf einen Geldschein tretet. Ja, das ist tatsächlich so, weil auf dem Geldschein ist König Burma. Irgendein krasser König, den alle lieben. Nicht der jetzige. Der jetzige ist, glaube ich, immer noch Mahavai Ralongkorn. Ich weiß es nicht genau. Der war auf jeden Fall 2016 im Amt. Und auf jeden Fall dieser König Burma ist auf diesem Geldschein drauf. Und wenn man auf diesen Geldschein tritt, aus Versehen oder mit Absicht, kann man tatsächlich inhaftiert werden. Das ist voll krass. Das finde ich nicht gut. Lass mal lieber nicht nach Thailand gehen und auf Geldscheine treten. Nicht die beste Idee. Oh ne, hier geht's nicht hoch. Ich dachte, man fährt hier die Treppen hoch. Ja, ein Platz verloren. Wenn Yoshi jetzt noch Vollgas gibt, dann auch zwei. Ist okay. Ist okay. Ah, bitte. Wunderbar. Ich finde die Straße hier richtig glatt. Die glänzt so. Ist das so ein Ding? Ich versuche ja immer so ein bisschen hier kulturellen Hintergrund zu erkennen. Um zu verstehen. Es gibt Parkhäuser. Soll das ein Parkhaus darstellen? Wenn ja, wie cool. Ja, das soll ein Parkhaus sein. What the hell is this? Ah, das sind so Pavillons von oben. Ist Pavillon ein französisches Wort? Jetzt können wir die Treppe nutzen. Let's go. Das macht gar keinen Sinn, dass wir hier die Treppe fahren können. Aber cool. Und dann hier ist das S-Bahn. Also wenn die Bahn in der Luft ist, S-Bahn, Schwebebahn. Stimmt das? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Ich wohne auf dem Dorf, Mann. Ich bin froh, wenn der Bus einmal die Stunde kommt. Da haben wir auch schon das Ziel erreicht. Das ging jetzt mega schnell. Ich bin voll abgedriftet. Die Strecke? Ja, ist jetzt eine sehr kurze Strecke. Eine 7. 7 von 10. Kommen wir zu Marios Piste vom Nintendo DS und ich erkenne die Strecke sofort, weil Mario Kart DS ist so ein gutes Mario Kart gewesen, allein wegen den Missionen. Da konnte man Missionen machen, sammle in einer bestimmten Zeit so und so viele Münzen ein, fahre diese Strecke rückwärts oder sonst Sachen. Da gab es sogar Bosse, die man in Mario Kart bekämpft hat. Meiner Meinung nach eines der coolsten Mario Karts und schön, dass es eine weitere Strecke von diesem Game her geschafft hat. Und das ist die Strecke mit dem Röhrentunnel, wo ich als Kind immer dachte, dass man darin Loopings fahren kann. Aber welch Wunder, man konnte es nicht hier drinnen, genau. Dachte immer, man könnte so an der Seite hoch und Loopings fahren, wie so coolen Actionfilm. Aber das war tatsächlich nie der Fall. Ich glaube, das ist eine relativ easy Strecke. Mir gefällt das Licht. Also wenn das wirklich geshadet ist mit einer Shader-Einheit, sieht das so schön aus. Hör doch jetzt auf mit den Red Shells. Menno Mensch. Was? Menno Mensch, let's go. Hashtag Menno Mensch in die Kommentare. Alles klar. Das ist eher eine kürzere Strecke. Ja, ist entspannt, ist okay. Ja, ist tatsächlich eine einfachere Strecke. Ist okay. Ist jetzt auch nicht wirklich was Spannendes passiert.
Es ist eine Standardstrecke. Ich sag, ist halt eine einfache Strecke, ja. Vom Aussehen her, mir gefällt das Licht. Aber ist trotzdem nur eine 5 von 10. Hoffentlich schneidet die Waluigi Arena besser ab. Eine Strecke, auf die ich natürlich auch mega gehypt bin. Von GCN, ich weiß gar nicht, was GCN für eine Konsole ist. Auf jeden Fall eine Strecke, auf die ich gehypt bin, weil die krass aussieht. Sie hat was mit Waluigi zu tun, meinem All-Time-Favorite-Character. Und da ist die Erwartung natürlich hoch. Das sieht auch krass aus. Gibt mir so Wario-Arena-Vibes. Nur mit Schlamm. Und das ist halt auch cool so. Ich glaube, bei Wario war das eher so braun. Und hier, das sieht wirklich aus wie nasser Schlamm. Ja, ja. Safe, safe. Die Strecke sagt mir jetzt schon maximal zu. Mit den Feuerringen. Ja, das ist sowas. Das ist so, hier fahren so Autos, die so Crashs machen und so Monster-Trucks. Die sehe ich auf so einer Strecke. Die auch diese Piranha-Pflanzen, die geben mir so Paper Mario-Vibes. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen lost, aber ich finde, das gibt mir voll die Paper Mario-Vibes. Keine Ahnung. Ist eine sehr schöne Strecke und ich sehe, es gibt da einen Weg oben und unten lang. Ja, hier oben gibt es so wieder... Oh, nee. Da gibt es so Wege. Ludwig ist so der macht mir am meisten Probleme gerade zur Zeit. Hallo? Ah, ist ja unfassbar hier. Ist ja eine Frechheit, ist das. Also, das kann ja so nicht angehen, sag mal. Also, ach man, schade. Oh nee, mach die weg und gib mir den Pilz einfach, komm. Boah, wie viel da bin ich? Ich weiß es nicht. Irgend so ein Depp mit Kamera setzt sich immer vor die Zahl. Ich find's, das macht's auch irgendwie spannend, aber ich glaube, wir sind Erster. Ich weiß es nicht. Es kann halt immer noch einer vor mir fahren. Nee, tut's nicht. Okay, wir sind Erster. Die Kamera ist schon schlecht platziert, aber ich kann sie nirgendwo anders hin platzieren, weil ich sonst nicht in die richtige Richtung gucke. Sonst gucke ich aus dem Bild raus und das sieht weird aus. Und wenn ich die Kamera spiegele, dann ist das Logo auf meiner Mütze nicht mehr so. So, jetzt aber hier ein bisschen mehr konzentrieren. Das ist eine sehr lange Strecke. Ich weiß immer noch nicht, wie man nach oben kommt. Vielleicht finden wir das ja in der letzten Runde raus. Ich glaube, ich weiß wie. Wenn wir hier am Rand so ein bisschen hochjumpen, kommen wir dahin. Nein, nein, bitte nicht. Als ob er jetzt noch die Runde gewinnt. Nein. Och nee, Mensch. Schade. Ja, ist okay. Zweiter nehme ich gerne in Kauf. Ist eine actually kurze Strecke, aber eine coole Strecke vom Design her. Ist aber auch nicht so das Wahre. Die ersten waren besser. Sag's vorsichtig. 6 von 10. Nächstes Level. Kommen wir zur Überholspur in Singapur. Ganz genau, meine lieben Freunde. Ich sehe hier Parkattraktion, viel Wasser und viel Goldglitzer und so. Das ist richtig. Ich hoffe, die Strecke wird jetzt nochmal gut, weil bis jetzt waren die Strecken nicht so das Wahre. Da war noch... Ja... Mal gucken, wie es wird. Ich will jetzt noch gar nicht zu judgy sein. Ich glaube, Singapur ist eine sehr, sehr große, glamouröse Stadt. Die sieht auch echt krass aus. Es ist sehr bunt. Es ist sehr... Es gibt mir so ein bisschen die Las Vegas-Vibes. Apropos Las Vegas, natürlich hier ein Pool auf dem Dach. Und die Goombas, die da drinnen sitzen, die sind aus Captain Toad Treasure Tracker, so viel ich weiß. Las Vegas mit Pool auf dem Dach, Casino, alles Gold und leuchtend. Das gibt mir halt so Vibes. Las Vegas ist auch krass. Da treten auch Zauberer auf, das ist immer interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das von mir wisst, aber ich bin ja mega in so Magie-Karten. Wobei eher, ich bin glaube ich mehr in Kartentricks wie in so großen Bühnenshows drin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich verfolge Mr. Tricks XL aktiv seit mindestens schon 6-7 Jahren oder so. 6 Jahren? 5 Jahre? Irgendwie sowas. Der halt eben immer wieder Videos über Magie, Kartentricks und so macht. Mit 350.000 Abonnenten könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ja, der macht echt coolen Stuff. Alles, was ich übers Zaubern weiß, weiß ich durch ihn. Oh, jetzt geht's hier unten lang. Die Strecke ist voll individuell. Was ist das denn? Und ich komme die ganze Zeit irgendwie vom Thema ab. Wir sind schon in der letzten Runde? Das ist krass. Ich muss jetzt mal bei der Strecke bleiben. Wobei, was gibt's hier über die Strecke zu sagen? Ist halt eine krasse Strecke. Gefällt mir. Ist, glaube ich, ist es die beste, die wir hatten? Ich würde sagen, schon. Also von der Aufmache her... Oh, nee.
Oh, das war blöd. Ich dachte, man musste auf dieser Blume, die da war, so zwischen. Hier sind sogar Goomba-Türme? Hä, hey, das ist voll innovativ. Das gab es, glaube ich, auch noch nie vorher. Und hier ist das Ziel. Ist es das Ziel? Nein? Oh, bin ich froh, nicht Erster zu sein jetzt. Nee, aber jetzt wäre ich gern Erster geworden. Dritter? Nee, nein, bitte nicht. Oh, jetzt aber krass konzentrieren. Oh, bitte, lass doch die Straße gerade werden. Hier ist das Ziel. Ja, ich glaube, Zweiter sind wir. Das ist völlig fein. Das ist jetzt, das erwartet, glaube ich, erstmal keiner. Aber ich bewerte die Strecke 8 von 10. Das ist eine der besten Strecken, die wir hatten. Und das nicht so, weil ich ein Fan von Singapur bin. Ich finde, die Strecke war cool, die war abwechslungsreich. Auch wenn ich jetzt nicht so drauf eingegangen bin, die war echt schön. Der Goomba-Turm, die Goombas in dem Reifen, der Pool oben, dann wieder unten, fliegen, links, rechts. Alles war voll schön designt. Ist eine der stärkeren Strecken dieser Welle. Und Guys, damit sind wir leider auch schon wieder am Ende. Ich finde das immer so schade, weil es ist immer so schnell vorbei schon. Aber Guys, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst bitte einen Like da, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt. Und um keine weiteren DLC-Strecken mehr zu verpassen, abonniert den Channel. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu einem neuen Video. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.